Leute, die im Knast sitzen, weil sie eine Geldstrafe nicht zahlen können, in der Regel Menschen sind, die in einer wahnsinnig problematischen Situation sind, die häufig keinen Job haben, die keinen festen Wohnsitz haben, häufig von psychischen Krankheiten betroffen sind. Und die Leute, die brauchen andere Angebote, die brauchen keinen Knast und deswegen kaufen wir sie frei. Normale Geschichten im Zusammenhang mit dem Freiheitsraum, im Zusammenhang mit Ersatz. Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe. Ohne deutsche Staatsbürgerschaft, richtig? Dieser Stadt. Es trifft Fahrgäste in einem Ausmaß, das zutiefst beschämt. Der Bereich, das ist alles Ersatzfreiheitsstrafe. Die JVA Plötzensee ist der zentrale Ort in Berlin, wo die Leute wegen Ersatzfreiheitsstrafen hinkommen. Und Plötzensee ist regelmäßig überfüllt. Diese Mini-Armutsdelikte, davon gibt es einfach so viele, dass die hier aus allen Nähten platzen. Ja. Wir haben jetzt in der Pandemie gesehen, dass das System auch weiterhin funktioniert, wenn Leute nicht in den Knast müssen. Denn wegen Corona sind viele Leute erstmal nicht in den Knast gekommen und das System hat trotzdem gehalten.